im Dschungel von Japan. Rambo-Messer XXL. Wo bin ich denn hier? Im Dschungel in Japan wahrscheinlich. Diese Bambuswälder. Eieiei. Weg mit dem Zeug. Aber was ist das denn da hinten? Was ist der? Irgendwas ist hier draußen. Das ist kein Mensch. Was war das? Betty! Ich kann nichts mehr sehen. Gemüse zu Gemüse. Ja. Ich krieg dich nicht mehr raus. Johnny, du Schwein. Kommt mit, Freunde. Ab durch den Dschungel. Nachdem sich Johnny ein paar Stunden durch den Dschungel gekämpft hat, ist er endlich da. Ja, Freunde, Johnny on Tour, würde ich sagen. Ich bin hier heute bei Sens Outdoor Grills und es schnuppert schon was. Ich hoffe, der Carsten da drin zaubert mir schon ein schönes Fleischstückchen. Danke für den guten Ton. Ah. Hey, Carsten, alter Killer, hast du deine Würstchen im Griff? Prost, mein Freund. Uah. So, das sieht doch schon mal gut aus, was der Carsten hier gezaubert hat. Prost erstmal, mein Freund. Prost, mein Freund. Das hast du hier alles selber gebaut, so eine Platte oder was? Genau, das ist aus meiner Produktion. Oh, hier, das müsst ihr euch angucken. Ja. Hier geht's ja gar nicht rein, wir hätten das gebaut hier. Das ist für die Flasche. Na gut. Ja, wir zünden morgen erstmal ein schönes Würstchen auf, genau. Ne, würde ich sagen. Ne? Was ist das denn da? Die Rambo 1 Wildschweinkeule. Einsamer Wolf ruft Wolfshöhle. Was haben wir denn hier Schönes drauf auf deinem Gerät? Ja, das ist eine Wildschweinkeule. Die dürfte jetzt auch schon fertig sein. Ah, hast du ja ganz schön vorher gezündet, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja, und das hast du auch selber gebaut, oder was? Genau. Das ist ja alles selbst. Ja, ich würde mal sagen, ich habe heute vor, ordentlich was zu essen davon und ordentlich Bier zu trinken. Und mir seinen Laden mal anzugucken, würde ich sagen. Ne? Prost, mein Freund. Prost, mein Freund. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Was haben wir denn hier? Hier schnuppert schon ein bisschen was in deinem Smoker, ne? Ja, ah, Junge, wir haben das im Backofen was richtig Schönes drin. Ich mach den mal auf. Ein bisschen durchgucken. Ja. Guck mal, mach mal auf hier, was da drin ist. Warte. Oh. Oh, yeah. Der sieht auch schon super aus, ey. Ja, den können wir jetzt essen. Ah, fantastisch. Ich glaube, wir sind hier bei einem Smokerbauer. Ja, das ist ein bisschen mehr als ein Smoker. Ja, das ist, glaube ich, ein ganzes Restaurant hier, würde ich sagen, was ich hier so sehe. Ne? Ja, eine kleine mobile Outdoor-Küche. Ja, auf jeden Fall. So mobil sieht die gar nicht aus. Ey. Schnall ich mal dem Ninja auf den Rücken, mal sehen, ob er das tragen kann. Ne? Aber sieht schon mal fein aus. Ja, schieb wieder rein und dann geht's weiter. Und oh, nicht die Finger verbrennen. Wawusk oder Mox? Naja, wie heißt das nochmal richtig? Wawusmok. Und was hat das damit aus sich? Das ist im Prinzip eine komplette Outdoor-Küche. Backen, bocken und smoken. Man kann damit fast alles machen. Und du hast noch einen Tisch dran. Ja, also wenn man gemütlich abends zusammensitzt, dann kann man wirklich hier mit 4 Mann ganz geschillt abends entspannen am Wawusmok. Und man hat auch noch ein bisschen eine Hitzequelle da. Genau. Die ein bisschen kühler wird, ne? Die Girls kommen hier die, hin. Die ne? Girls sitzen innen, genau. Und die Jungs holen sich Bier. Ja. So muss das sein. Das Einzige ist natürlich... Das Gaspedal hier. Der Flaschenöffner ist auf der Innenseite. Was? Ja. Wo ist er denn? Den müssen wir mal suchen. Unten runter. Prost erstmal. Das Aufmachen hat schon mal geklappt. Und ab in den Hals. Ach, einfach köstlich, so ein frisches Bier. Ja. Oi, oi, oi. Komm zu Daddy. Ja, da haben wir noch ordentlich Hacks hier. Ne? Hast du die irgendwie mariniert oder was? Ne? Ja, die habe ich gepökelt. Ja, dann wollen wir mal sehen, was das kann. Ne?
Ihr seht, das zerfällt hier. Ja, hier ist ein Knochen drin. Kann man ja einfach so abziehen. Und dann ballern wir uns das mal rein. Und los geht's hier. So. Ja, probieren wir mal das Keulchen hier, ne? Sehr zart. Hm. Wie lange hast du das drin gehabt? Na, ungefähr 3,5 Stunden. Bei wie viel Grad? Na, so bei 250 Grad. Da sind ja die Würstchen schon fertig, würde ich sagen. Ja. Die sieht doch schon mal gut aus. Sollen wir die mal anschneiden? Ich schneide die mal an. Dann nehmen wir doch die hier, würde ich sagen. Ja, greif zu. Ja, ja, Prost, mein Freund. Probieren wir mal. Gut, ja, gut gewürzt. Ah, ich fress mich hier so durch bei dir. Boah, wie oft grillst du eigentlich am Tag? Ich meine, hier läuft ja hier alle drei zusammen so quasi, ne? Ja, ich muss ja meine Geräte auch testen. Also 3-4 Mal die Woche grill ich schon. Oh, muss das sein, ey. Mach ich nicht anders, würde ich sagen. Ab in Hals. So, die Keule ist fertig. Noch ein fällt hier schon fast ab. Jetzt nehme ich das Ding. Kleiner Tier so. Schibomat. So. Und runter ist es vom Feuer. Ja! So, Brett zählt, wenn hart kommt. Warte. So. Da ist die Keule, Freunde. So, die Keule stellen wir warm, denn wir brauchen noch was zum Anschneiden. Oh, so, yeah. Ja, ich habe ein Mützchen für dich dabei hier. Oh, ja. Du bist ja auch ein bisschen, ne? Fast doch ganz wie angegossen, ne? Würde ich sagen. Und, ich habe auch noch was wieder. Was ist das denn? Ja. Ninja-Salz? Warum denn da was hier? Ja. Naja, gut. Hauptsache, du kippst es übers Fleisch, mein Freund, damit ich zufrieden. Dann kannst du das Ninja-Salz vernichten. Bei mir gibt's nur Fleisch. Ja, sehr gut. Was ist denn, was haben wir denn hier für ein Gefährt? Ja, das ist meine Schlagschere. Damit kann man Bleche schneiden. Okay. Sieht aber aus wie. Ist ja nicht gerade gestern gebaut worden, würde ich sagen, oder? Nee, die ist schon ein bisschen älter. Die ja? Macht doch richtig Krach. Mal den Ninja reinschieben. Was haben wir denn hier? Das sieht ja aus wie so ein Holzblock zum Hacken. Aber da ist ja bestimmt was anderes drin, oder? Oder wie ist das? Wie funktioniert das? Ja, das ist für die Männer. Das ist ein richtiges Männerspielzeug. Ja. Ich gehe abends raus zum Holzhacken und... Oh, ja, das da unten ist ja mal eine Überraschung. Da würde ich gerne mal Holzhacker sein. Da holt er den Upsler aus der Birke raus. Ja, sehr gut. Rein ins Glas. Erstmal kurz anzünden. Ganz genau ein bisschen Zielwasser für später holen, damit auch jeder Millimeter sitzt. Wieder reingepackt und man kann es zuschieben. Prost. Ja, dann würde ich mal sagen, ab in den Hals, mein Freund. Ja. Das ist ein Holzblock, genau so wie ich ihn mag. Das stimmt. Knack und Back, mein Freund. Bam. Weiter geht's. Dann lass uns mal ein Messer bauen. Oh, hier ist eine schöne Autoküche, würde ich sagen. Ja, das ist glaube ich so dein Vorführgerät, ne, würde ich sagen. Gucken wir mal rein hier. Ascha! Wow! Junge, ist hier viel Platz denn. Da könnte man eine Menge Fleisch reinpacken, oder nicht? Ne? Auf jeden Fall. Und hier wird gefeuert wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, mal reinspaziert. Oh, dann zu, dann Dickel hier. Ja, bauen wir mal ein Messer. Du hast ja gesagt, das ist ein cooles da, die Ausländer. Was haben wir denn da? Ja, das gefällt doch wohl, würde ich sagen. Ne? Mach mal einen Vollmach hier, ne? Mach mal. Ah, sieht doch gut aus.
Das flüssige Gold darf natürlich in jeder vernünftigen Werkstatt nicht fehlen. Na ja, dir gönne ich hier auch mal eins. Ich zapf dir auch mal eins hier. Das liegt bei dir. Ich probiere deine Maschine mal aus. Hä? Ja, bauen wir doch mal ein Messer, würde ich sagen. Prost erstmal. Prost. Ohne Zündstoff kein Bauen. Wie das? Ah, herrlich hier. Gefällt mir immer besser deine Werkstatt. Ist ja an jeder Ecke was zu naschen. Kommt mit, Leute. Junge, Junge. Das ist aber ganz schön viel Zeug, was du hier hast, ey. Machst du den ganzen Scheiß alleine? Hast keine Mitarbeiter, nix, oder was? Richtiger Einzelkämpfer. Ja. Nebenbei baut er noch sein schönes Autochen hier. Ja, oh, hier Holz, ne? Da kann er auch mit umgehen. Ja, schön Bohrer hat er mal da. Ja. Ja, jetzt bauen wir ein Messer, ne? Ich habe hier ein Messer mitgebracht, also aus Pappe. So wie es eigentlich John Rambo haben müsste in der Größe. Aber die Produzenten geben ihm immer so ein kleines Messer, ne? Meinst du, wir kriegen ein ordentliches Rambo-Messer aus dieser kleinen Vorlage? Klar kriegen wir das hin. Na gut, dann zünden wir mal los. Carsten gibt alles. Erstmal anzeichnen. Wir nehmen hier ein altes Sägeblatt, quasi Upcycling, Freunde. Schmeißt den alten Scheiß nicht weg. Baut euch lieber noch ein Messer daraus. Ja, der Sinn vom alten Sägeblatt ist einfach, das Ding ist einfach schon gehärtet. Bier. Ja, er hat's angemalt. Hier. Yeah. Und jetzt wird's rausgeflext. So, angeschnallt hier. Zack, andere Seite auch nochmal hier. Yeah, safety first, ne? Und jetzt erstmal ein Bierchen, würde ich sagen, damit er auch vernünftig ausschneiden kann. Prost, Carsten. Ah, ja. Scheibe rein und wir sägen los. Oh, dies funkt hier. Ein paar Slow-Mos. Oh, fantastico. Ich greife auch mal zu, während der Fachmann schön ausschneidet nach meiner Idee. Ah, super macht er das. Guckt euch die Bilder an. Ah, die Funken fliegen hier. Carsten sägt und sägt und sägt, bis er das alles rausgeballert hat. Da ist mein Messer. Ja. So, er sägt noch die Zacken rein. Hä? John Rambo hat's auch gehabt, würde ich sagen. Warum soll das Johnny-Messer nicht haben? Okay, der Carsten hat uns das hier schön ausgeschnitten, würde ich sagen. Wie geht das weiter mit so einem Messer? Ja, jetzt schleifen wir das mal grob. Ja? Machen das ein bisschen scharf und dann bekommst du einen schicken Griff. Sehr gut. Zünden! Das glitzert und glänzt ja schon wie eine Bordelltür, würde ich sagen. Ganz genau. Scharfformat 5000, würde ich sagen. Jetzt fehlt nur noch ein schöner Griff hier dran. Na, ein Glück hat Onkel Carsten nebenan gleich eine Schreinerei. Ganz genau, das ist ein Alleskönner. Er gibt alles für den Griffomat 5000. So, ein paar Löcher reinbohren, ne? Da können da die Bolzen durch. Das Holzchen. Ah, hier. Bohrt da reingeballert, ne? Jo, abgeschliffen. Und dann ist das Ding hier auch gleich schon fertig. Zu jedem Messer gehört natürlich auch ein ordentliches Brett, würde ich sagen. Und der malt mir ein ordentliches auf hier. Ganz Freestyle meine ich natürlich. Ja, ein ordentlicher Prängel wird das Ding.
Also wenn sich das nachher nicht Brad Seidman Hart nennt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, ein bisschen abgehobelt, ne? Ihr seht's, ne? Da kommt's unten raus. Boah, da fetzt es. Ja, hier, Spenomat 5000. So, da muss man mal wieder ran an die andere Seite. Und dann kommt Stichsägomat 3000 dran. Genau die Form braucht man, die Ecken. Oh, dann müssen die geschliffen hier. Und irgendwann haben wir so ein schönes Brötchen raus. Löchlein durch, Stichsäge rein. Oh, da kommt nachher der Lederriemen drauf zum Anhängen, ne? Genau. Zünden! Na, was haben wir denn da? Da fehlt doch wohl das Logo, würde ich sagen. Ja, ich glaube sagen, genau da würde ich es hinpacken. Ja, Prost, mein Freund. Prost. Geiles Messer hast du da gelunzt. Schön draufkleben, das wird jetzt tätowiert, das Gerät. Jetzt wird das Ding mit Rambo 2 Manier ordentlich geelektroschockt, bis das Grillshow-Logo drin ist. Das muss das Rambo-Messer einfach aushalten. Elektro! So, Freunde, erstmal trinke ich mal ein Schlückchen Bier hier. Das ist ein leckeres Bier, was er mir gezaubert hat. Und jetzt wird Zeit für das Brett und das Messer. Und da ist es ja auch schon. Johnny, deine Müsemesser ist fertig. Bitte schön. Wenn das nicht John Rambo persönlich gut findet, dann weiß ich selber nicht, oder? Man, du als alter Rambo-Fan, du wusstest genau, wo hier die Kanten sind. Ich würde mal sagen, das ist ja sehr geil geworden und ist auch sehr scharf. Damit und mit dem Brett schneiden wir die Wildschweinkohle an. Ne? Die haben wir jetzt warm gehalten, weil wir ja eben schon satt gewesen sind. Ne? Ich muss mich herzlich bedanken für dieses geile Gefährt und das wirkliche männlichste Brett. Ja, da passt da ungefähr halb rein. Erstmal das Präsentierbrett mitnehmen. Kannst du mir das Bier hier noch aufstellen? Ja, das macht er gern. So, perfekt. Dann kann ich losziehen. Auf zur Keule. So, jetzt gucken wir mal rein in die Kammer des Schleckens. Oh! Es ist Zeit für einen schönen John Rambo-Anschnitt. Los geht's. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir probieren mal ein Keulchen des Glücks. Ne? Greif ich mal hier so zu. Sehr gut aus, würde ich sagen. Schmeckt auf jeden Fall super geil um 3000 und sehr zart. Ja, das ist ein Keulchen der Spitzenklasse. Ich schneide mir noch was vorher, würde ich sagen. Ah, das macht Spaß. Ich hab hier noch was. Was? Kräuter, Ninja-Seil. Was soll ich denn damit? Ich schneide noch weiter ab. Damit wird alles besser. Ninja-Seil! Nur das schmeckt. Ich bin ein Ninja-Fan hier. So muss das schmecken. So. Schneiden wir uns noch mal ein kleines Keulchen ab. Sieht gut aus, würde ich sagen. Ne? Beiß ja rein. Prost. Ne? Jetzt kann man das Gewürz essen, würde ich sagen. Schmeckt gut. Ja,
Ich würde sagen, du hast ordentlich was rausgeballert. War auf jeden Fall sehr schön, dich mal kennengelernt zu haben. Ne? Der Smoker-Experte hier, würde ich sagen. Und der Macher. Freunde, wenn ihr hier was Spezielles haben wollt, der Typ baut euch das. Egal was. Das ist die Baumaschine. Hör! Hallo! Hör! Das Rambo-Messer! So, bis bald, Freunde! Besten Dank an Carsten, würde ich sagen, für das geile Messer. Verlinke ich euch unten den Laden oder was auch immer, seine Webseite. Irgendwas hat er da schon. Lasst den Daumen nach oben, digital brennen, ne? Analog natürlich jetzt in dem Fall. Und ich bin ja auf der Grillgut. Ist ja schon nächste Woche. Also ich nehme das Messer mit und wer will, kann sich's da auch angucken. Ja, bis bald, Freunde. Zünden und gebt alles für Onkel Carsten. Hüa!